Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Scourge-Liga. Ich habe jetzt dieses Gebiet hier, geklärt. Und jetzt kämen wir noch die restlichen Punkte. Ich habe nochmals vom letzten Boss alles durchgefarmt. Jo, und deshalb diese drei Levels noch gekriegt. Wir müssen noch hier runter. Auf jeden Fall Glancing Glow als nächstes. Und hier ist noch überall Resistenzen. Hier unten. Ja. 6, 12, 24. Ja, 30 Resistenzen zu allen Resistenzen. Widerstand, also Elementar-Widerstandsresistenzen. Sehr gut. Jo. Also, diese Reliquary, das sind eben diese zähen Gegner, die vielleicht ein bisschen brauchen. Ich habe die auch mal wieder als Bein. Okay. Ja, also wenn sie spammen, dann haben wir genügend Schaden. Aber ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen noch Delph gemacht. Delph ist momentan noch ein bisschen zu schwer, also die Gegner sind zu zäh. Nicht, dass sie zu viel Schaden machen oder so, aber sie sind zu zäh auf gleichem Level. Und deshalb habe ich da nur, glaube ich, zwei oder drei Punkte abgegrast und habe es dann gelassen. Jo. Ich brauche ja sowieso noch Schatten, Widerstände und so Sachen. Deshalb lohnt es sich jetzt wirklich gar noch nicht zu machen. Jo, ich habe auch noch den Sound, den Ingame-Sound, ein bisschen angepasst. Scheinbar ist OBSS viel leiser, oder ist alles viel leiser. Ist bei mir am Mikrofon, Lautsprecher oder so. Ja. So. Gut, so kurz. Ja, es kann vielleicht sogar noch mal ein bisschen leiser sein in-game. Okay. Jetzt die Gegner natürlich ein bisschen lauter, dass sie hier sind. Es wirkt leider gar nicht so viel aus. Also auf jeden Fall, ja. Also wirklich, die Geschosse und so, also sind am meisten. Und das Soundeffekt, dass ich eher runter treiben muss. Komisch. Ja. Auf jeden Fall viel besser. Fragt sich, wieso das so wenig Einfluss hat, also dass die Barren wirklich auch fast leer sind, oder? Ist halt wahrscheinlich für wirklich PCs, die wirklich gar nicht gut sind in der Soundkarte und so, angepasst. Und die guten Soundkarte, die haben halt alle für jeden, an jedem PC, ist es dann bei 1% oder noch niedriger. Naja. Weil ich habe ja die Windows und allgemeine Sounds auf 1%. Nein, nein. Keine Ahnung. Ich kann es einfach nicht mehr besser machen. Ist echt nervig. So, das haben wir jetzt auch noch abgeschlossen. Gut. Ich weiß nicht, ob ich vergesse, dass ich miteinander reden hier. Also ich tue die halt auch nie lesen, weil ich sie halt einfach im Kopf behalten kann. Und es halt einfach Zeitverschwendung ist. Weil jetzt nicht gerade so interessant das steht. Eigentlich halt alles so philosophisch und das verstehe ich so, also nicht so richtig. Was daran so spannend oder
interessant sein, so geschichtlich oder so. Da ist so richtig low-end. Und es wird leider immer wieder mehr Kritik gegen Tencent gemacht. Jetzt haben sie auch den Yooka-Laylee Entwickler gekauft, also einen Teil davon gekauft. Jetzt wird wahrscheinlich das auch relativ Asia-ähnlich werden. Bin ich ein riesen Fan von Yooka-Laylee und Banjo-Kazooie. Und ja, jetzt hat mir heute wieder das Herz geblutet. Naja. Ja, ich kann halt wirklich überhaupt nicht mitreden, weil ich ja kein Geld habe oder kaum Geld habe. Bin ich wieder der ärmste Mensch auf der Erde. Weil ich den neuen PC kaufen musste. Ein bisschen zu teuer. Weil die vielen Zusatzsachen, die ich noch kaufen musste. Auch ein Antivirus und alles mögliche. Ja, und dann dieses Partnerprogramm von Windows. Naja. Ist aber alles auch sehr teuer wegen Abo. Sacred Orb. Okay. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Okay. So. Also ein Sacred Orb. Weil der so orange ist, könnte es sehr selten sein. Der könnte von der letzten Liga sein. Okay, der gehört doch links hin. Noch nie gesehen. Er müsste wirklich sehr selten sein, also einfach für einen normalen Spieler natürlich. Wahrscheinlich gerade so einfach findbar. Okay, den hatten wir noch nicht. Ich weiß, dass ich den Nahkampf, also der orange, schwarze, ja, Stärke, das Juwel genommen habe das letzte Mal. Und sonst bin ich ja noch nicht so weit gekommen. Genau. Okay, jetzt ist nur noch Lightning Resistance. Wir könnten an den Handwerkstisch gehen und dort noch etwas holen. Aber ich habe halt überall Unix. Ja, und das Schild möchte ich auch gerne austauschen noch. Hier haben wir kein Schild. Hier haben wir auch kein Schild. Hier haben wir auch kein Schild. Ich könnte eigentlich das mit Spell. Ja, hier haben wir halt Lightning Damage, aber hier haben wir Spell Damage. Aber was ich brauche ist eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Ah, vielleicht hier auf der, im Großen. Irgendwo ein. Oh. Ich habe nichts. Dieses Schild. 10 Elementarresistenzen. Das ist wirklich das einzige Schild, das. Ja, die Sachen habe ich noch gefunden. Hier zwei Jebeler Orbs, die ich brauche. Orb of Scoring, Orb of. Ja, nochmal Orb of Scoring. Shadow Scepter. Basalt. Basaltflask. Okay, die tue ich einfach destroyen, die geben nämlich Gems, Support Gems verkaufen. Okay. So.
So. Ja, da brauche ich ein zweites. Die hier rein. Und eben noch eine andere Farbe. Genau. Zwei blaue. Ich stelle einfach mal hier rein wieder. So. Also. Okay, der Warmongus. Also jetzt müssen wir noch ins eine Gebiet gehen. Okay, und Warbands müssen wir auch noch jagen. Das ist das Warmonger gewesen? Hier habe ich auch schon ein bisschen MF gemacht, genau. Weiß relativ gut. Vor allem das in Akt 10 dann, das Gebiet, das man sieht. Was im gleichen drin ist. Und ja, die Maps sind manchmal auch gut. Weil hier einfach mehr rare Gegner sind vor allem. Ja, jetzt gerade Nacht 5 noch nicht so viele. Einfach kurz durchwaschen. Und da haben wir mal dieses Event wieder. Schaden. Ja, Totems. Ihr müsst viel schneller schießen. Nicht so geisteserlösen sein. Ja, die Zeit war halt schon knapp. An Empire. So, jetzt haben wir das auch. Jetzt gehen wir zu Kitawa. Schön Kitawa umholzen. Also dieses Warmonger 2, das muss ich unbedingt lösen. Die sind wahrscheinlich hier unten. In diese Richtung. Oder auch ist oben links, beim großen Platz oben links, ist auch noch so ein Spot. Aber ich glaube eher hier. Ich hoffe es jedenfalls. Jo, jetzt geht's ja völlig auf Defensive, also noch die der Balken oben. Ja. Also diesen hier, bis hier hin. Ist noch offensiv, sonst ist einfach alles defensiv. Dann kann ich einfach durchrennen, die Toten ist natürlich nebenbei noch. Denk, das ist er, oder? Ich weiß, was das war. Ein Klerik. Okay, schade, hier ist er nicht. Ist er hier? Das sind sie, oder? Okay, aber einen haben wir. Das sind wahrscheinlich zwei Gruppen. Gut. Suchen wir natürlich noch die andere Gruppe. Ich bin immer noch mega kaputt vom Nachmittag, bin ich extrem weit gerannt, geschockt. Völlig kaputt. Ich habe noch viel zum Aufnehmen heute. Es ist jetzt 21:48 Uhr, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles heute schaffe. Oder es halt einfach bis um 1 Uhr, 2 Uhr sein muss. So langsam muss ich ja natürlich schon beginnen. Mit den, aktuellen Spielen, also unter anderem ja dieses Forza Horizon 5, dann möchte ich ja Diablo 2 Redemption, Skyrim kommt ja auch in der ja, Anniversary Edition. Und
weiß jetzt den Namen der Games nicht, aber ein paar Indie-Games auch noch. Einfach so ein bisschen. Teilweise Let's Play nicht jeden Tag. Zum Beispiel Pass of Exile sollte aber jetzt eigentlich jeden Tag kommen. Und vor allem auch Livestreams habe ich heute eben nicht mehr geschafft. Ich wollte einfach den schönen Tag noch ein bisschen draußen verbringen, bevor es jetzt wirklich unter 0 Grad wird. Okay, es sind sogar 3 Dinge. Jetzt haben wir schon 2 Gruppen besiegt. Aber eben diese Properties, die nerven manchmal schon. Wenn man das ganze Gebiet abklappen muss, wenn man eigentlich durchrascht. Naja. Okay. Dazu noch weiß und blaue Items. Jetzt müssen wir nur wissen, wo jetzt die letzte Gruppe ist. Die zweitletzte. Also meistens ist sie hier oben. Okay, den haben wir auch besiegt. Also hier meistens hier oder hier links. Also ich werde schauen, dass ich natürlich relativ oft jetzt Pass of Exile leisten kann, auch wenn ich keine Zuschauer habe oder so. Auf YouTube ist es natürlich auch wieder neu, dass ich streame. Ich versuche es einfach, wenn es auch wieder diesen Bug gibt mit 0 Kilobyte pro Sekunde, dann kann ich ja nicht auf YouTube streamen, dann bin ich ja wie immer auf Twitch. Und dort tue ich dann ab und zu auch, je nach Spiel. Vielleicht mal Skyrim dann irgendwann mal bringen. Ah, hier sind noch mal. Gut, jetzt haben wir alle. Sehr gut. Also hier unten waren sie. Wollte ich doch auch gerade hin. Es kam hier ein Geschoss. Okay. Ah, wahrscheinlich war das so ein Spectral Weapon, der wieder zurückkam. So. Vielleicht kann ich ja mal diese Orbs für die Flasks benutzen. Auf den 2 Geschwindigkeiten muss ich die nicht immer die ganze Zeit drücken. Ja, Aoi ist schon super. Das ist für mich einfach zu langsamer Spell. Da muss man wirklich auch defensiv sein und viel einstecken, bevor die Attacke dann auch wirklich kommt. Ja, und wie soll ich jetzt hier? So, wir müssen alles wieder zurücklaufen. Nein. Ich bin halt einfach ein Liebhaber von schnellen Attacken. Weil ihr zuerst die Leichen spawnen müsst und danach ja, noch einen relativ langsamen Spell nach. Es dauert das mir ein bisschen zu lange.
Ahnung. So, damit. Ah, die casten immer diesen Langsamkeitsspell. Fluch. Temporal Chain. Ja, sehr gut. So. Ja, vorbereiten müssen wir uns nicht. Come forth, ravenous one! Face the wrath of God! So. Ja, Schaden macht er. Ja, defensiv, also. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich viel Armor habe. 55 Armor, also ja. War meine ich das gesamte Leben. Gott. Hä? Der ist früher losgegangen aus der Animation. Okay. Ja, ich merke schon, dass ich viel langsamer bin als das Necromancer. So wie der Rest. Und hat Obliteration war natürlich schon sehr, sehr genüsslich. Ja, je nachdem, was ihr für einen Skill habt, ist er halt leicht und oder schwer. Müsste ja frühzeitig schon weggehen. Das ist, wenn. Na, jetzt geht's nicht mehr, bevor, wenn ich das vorher schon gemacht hätte. Weil ein paar Gegner leben dann einfach und sterben nicht. Bis, weiß nicht, bis sie das Gebiet verlassen, wieder reingeht und dann sterben sie erst. Ja, und hier spawnen auch keine Dinge, also wenn ihr jetzt das aktiviert, das kommen halt keine Gegner. So, jetzt bin ich ja jetzt wieder hier. In Akt 1 sozusagen. Weg mal durchrennen, den noch kurz reden. Sinn heißt, glaube ich, Sünde. Und Innocence heißt Unschuld. Sünde und Unschuld. Hm. Wieso nicht Schuld? Oder heißt das auch Schuld? Nein. Also Sünde ist eigentlich ein Teil von Schuld. Also wenn du jetzt zu einem anderen sagst, du bist schuld, du sündest, du hast gesündet. Ja, dann ist schon richtig. Aber ist natürlich alles etwas, was man nicht braucht in der Moderne. Okay, da haben wir schon einen Ding, Riss. Abyss. Minion Speed nicht mehr. Ja, könnte ein bisschen schwierig sein, wenn ich wenig Armor habe. Ein bisschen mehr. Ah, kommt schon raus. Boss ist auch noch hier. So. Macht halt recht viel Schaden mit diesen Geistern. So. Ja. Okay, ein blauer. Könnte das für uns werden? Nein, nein. Überhaupt nicht.
Leider nichts. Ja gut, überhaupt nichts. So haben wir alle wahrscheinlich schon. Nicht? Ja, dann müssen wir doch noch machen. Nichts gewesen. Wo haben wir denn nicht? Da oben links wahrscheinlich. Ja, okay. Null. Sehr gut. Jetzt geht's. Jetzt haben wir es fertig. Muss ich mit jedem hier auch noch mal reden, weil ich die alle rausgeholt habe. So. Hallo. Gallica. Wo ist denn Gallica Imperatrix? Fenköl ist, glaube ich, ein Degen. Keine Ahnung. Stay sharp out there. Stab, okay. Fenköl könnte in der Gede drin sein. Ja. Jetzt schaue ich mal noch kurz, ob wir das gleich abhaken können. Box devoted. Kaliga. Also Pass, Kaliga. Ah, Sept of God. Okay. Der heißt Kaliga. Und der andere ist Seating Brian. Aha. Ship Graveyard, Coven of Ancient. Okay. Dann haben wir aber noch etwas. Orks Devoted. Ein Melee-Bandit in Wetlands. Okay. So ein paar kann ich machen. Machen wir doch mal kurz das mit den Banditen. Also eigentlich sollte das jetzt nicht mehr als eine Map dauern. Ja. Es gibt natürlich schon, es kommt oft vor, dass es halt keinen gibt. Aber einfach ein rarer Nahkampfbandit. Und hier ist es. I must have time to gather my will. Okay, hier irgendwo hier. Okay, da ist der Anfang. Kommt noch ein Rockexer. Ja, einen Bären brauchen wir leider nicht. Das ist eigentlich der da oben. Doch den besiegt. Ist es neu, dass die Banditen wieder auftauchen? And so a new enemy of hope rises from the... Ja, die tauchen scheinbar wieder auf.
bevor ich hier ja das gelöst habe. Das muss neu sein. Ja gut. Macht ja auch Sinn irgendwie. Also alle Gegner tauchen auf, aber die Banditen, die müssen tot sein. Naja. Ist gut, dass sie das geändert haben. Also die waren schon immer da und ich habe sie einfach nie nachgecheckt. Nochmals besiegt. Kann auch sein. Okay, jetzt haben wir leider nicht Glück. Dann gehen wir einfach zu diesem Boss. Ist Zeit noch gut. Ja, schade. Also. Ich würde das alles nochmals dann machen. Das heißt, wir müssen eins runtergehen. Die andere Richtung. Ja, und die anderen können wir eigentlich auch noch kurz machen. In diesem Raum könnte es sein. Ja. So, abgeschlossen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich Cavern of Anger gehen soll. Ich müsste schon fast. Kann man auf Wrath und dann einfach einmal durchlaufen und der hat sich verstärkt. Cluster Trap, also hat er nur Trap, glaube ich, normal und jetzt hat er Cluster Traps und Trap und mein Damage zu bekommen. Und noch ein paar andere werden wahrscheinlich verstärkt oder hinzugefügt. Ja, lohnt sich schon, ein bisschen zu haben. Aber auch größere Anforderungen, ja, Level 32. Eigentlich, wenn ich jetzt gerade nicht so denke, dass die auftauchen, dann tauchen sie meistens auf. Was ist denn das für ein Weg? Mega weit. Brauche ich nicht. Auch diese Wasserelementare. Okay, dann gehen wir in Enger. Da tauchen sie ein bisschen öfters auf, glaube ich. Ah, Propassies. Ich, damals wirklich cool gewesen, aber nach der Liga tauchen die einfach zu wenig auf. Sie wirklich guten tauchen zu wenig auf. Und wenn sie da sind, dann braucht man meistens zu lange. Das ist ein bisschen nervig. Okay, Quali haben wir auch, aber elementar. Bitte, bitte. Gar keine Gegner. I find you. Nein. Jetzt haben wir alle Gegner in Rahl gesehen, außer die Elementar nicht. Ja, dann gehe ich aber in dieses Unterwasserbiom. Also unter Wasser, so ein Meer da.
Ship Graveyard. So. Ist hier leider auch nicht. Schade. Ja, gut. Also dann. Wenn ich bin Part, ja, habe ich noch ein bisschen länger gemacht natürlich. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens eine Poppy noch geschafft. Jo. Und dann geht's im Livestream morgen weiter. Also jetzt ist der Dienstag, 23. November. Und am Mittwoch schaue ich, dass ich ja ziemlich den ganzen Tag livestreamen kann. Mal schauen, wenn ich morgens beginne. Gut, tschüss.